Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Kleine Ansage wieder. Leute, es ist soweit, am Dienstag um 15 Uhr kommt ein Interview mit einem bekannten, deutschen, großen YouTuber online. Ich kann euch nur so viel verraten, es ist eine Art anderes Interview. Also so ein Interview gab es, glaube ich, noch nie. Bam, bam, zack, zack, yeah! Um dieses Video nicht zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann bist du einer der ersten glücklichen Zuschauer. Und in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Kanal von einer YouTuberin, wo ich mich freuen würde, wenn ihr sie nach dem Video abcheckt. Heute reagieren wir auf einen YouTuber, der noch gar nicht auf meinem Kanal war. Und zwar auf UnsympathischTV. Heute erwarten uns beste Ausreden bei UnsympathischTV. Heute ist es soweit, ich habe euch gebeten, mir eure besten Ausreden zukommen zu lassen fürs zu spät kommen. Luca hat sie mir jetzt zukommen lassen. Ich würde sagen, erste Ausrede, let's go. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich musste durch hohes Gras und wurde von einem Taubsi angegriffen, bin ohnmächtig geworden und im Pokécenter aufgewacht. Ja, Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon. Ich sehe schon, ich werde von den Zuschauern nicht enttäuscht. Mein Klassenkamerad hat als Ausrede gesagt, dass sich der Bus verfahren hat. Ey, Leute, das ist mir so oft passiert. Also nicht, dass ich die Ausrede verwendet habe, sondern der Bus hat sich bei uns hier wirklich, wirklich verfahren. Und das passiert hier irgendwie oft. Die Ausrede ist gar nicht so dumm. Ich habe Elmex mit Arunal verwechselt und bin dann wieder schlafen gegangen. Du bist so schwarz, man sieht dich immer gar nicht. Oh Mann. Okay. Ich würde es glauben, ist kein Problem. Online-Unterricht, entschuldigen Sie die Verspätung, bei uns ist die Sicherung rausgeflogen. Morgen. Die Ausrede ist gut, die Ausrede ist gut. Ich hätte... Ja, nee, sag ich nicht. Was laberst du? Skype, 10 Uhr. Der Lehrer ist einfach alleine da. Es gibt viele Ausreden, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich habe hier die Ausrede vor mir, die egal bei welchem Anlass auf jeden Fall ziehen wird. Okay, das war jetzt eine Ansage. Das ist eine Ansage. Mal schauen. Sorry, meine Bahn stand im Stau. So oft wie die Bahn aber Verspätung hat, kann es ganz gut möglich sein, aber eine Bahn kann natürlich nicht im Stau stehen, für die, die es nicht gecheckt haben. Was? Danke für die Ausrede, Digga. Ich hatte Gegenwind. Okay. Batterien vom Wecker sind über Nacht leer geworden. Ah. Ey, Respekt, das ist die zweite Ausrede, die plausibel ist. Die zweite. Ich musste noch Eis kratzen. Ich kann dann am Ende mal von ein paar von meinen Freunden mal die Ausreden sagen. Oder meine Ausreden. Aber die sind schon echt bodenlos. Wenn man mit dem Fahrrad zu spät kommt, einfach die Kette anfassen und sagen, die Kette wäre rausgesprungen. Ja, wer hat's nicht gemacht? Also, ich hab's auch, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht. FBI, open up! Es gibt manche Lehrer, da kann man halt zu spät kommen. Und es gibt manche Lehrer, da wenn du zwei Minuten zu spät bist, die rasten halt komplett aus. Ich glaube, ich hatte so in der 7., 8. Klasse bin ich mal mit dem Fahrrad so gefahren. Und dann kam ich 3 Minuten zu spät und dann musste ich mir was einfallen lassen. Ich hatte Gegenwind. Ich musste noch Eis kratzen. Ja. Weißt du, bei der Ausrede sind wieder alle Hauptschüler raus. Entschuldigen Sie, Oh. No front an die Hauptschüler. Ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum. Zu viel Raum, zu wenig Zeit. Also, an denjenigen, der das geschrieben hat. Und auch Luca, dass du mir das durchgesendet hast. Löscht euch. Beide. Jetzt. Sofort. Wollte meiner Eintagsfliege noch Lebewohl sagen. Habe sie erst gestern bekommen. Wenn eine Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz. Und dann freuen sich die Hechte. Der Gedanke an unser Date hat mich so ins Schwitzen gebracht. Da musste ich nochmal duschen. Oh Gott, ich könnte schon wieder weinen. Ich könnte wirklich... schon wieder. Ich könnte einfach wieder im Schnittprogramm einfach weinen schon wieder. Sorry, ein Relaxo versperrte den Weg und ich hatte keine Pokéflöte dabei. Relaxo kann nur mittels seiner Pokéflöte aufgeweckt werden.
Tut mir leid für die Junge Knossi, Alter. Oh Mann. Verspätung, ich habe von einem Fußballspiel geträumt und es gab Verlängerung. Verpasst jetzt hier auf Gabel, Gabel auf Gebot, Gebot! Was hat Nico da an? Verpasst jetzt hier auf Gabel. Das ist schon eine ziemlich schicke Hotpen. Gabel, Gabel auf Gebot, Gebot! Online-Unterricht, meine Katze hat die Maus gefressen. Ich glaube, den Rest kannst du dir dazu denken, oder? Savannah hat ein Tattoo. Crank. Raus. Herr Lehrer, als ich aus dem Bus steigen wollte, drehte sich der kronentragend, viel zu laut atmende und rundköpfige Busfahrer zu mir und schrie, wir bleiben drin. Daraufhin ging es zur Bücherei. Glaub an die Bücher! Okay. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Es tat heute wirklich weh. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bitte. Kriegst einen Daumen nach oben, Sascha. Kriegst einen Daumen nach oben. Irre! Sendet mir gute Ausreden, bitte, bitte gute Ausreden. Ja, die waren echt nicht so nice. Diese E-Mail-Adresse hier, falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Heute mache ich mal die Naked-Challenge bei meiner Freundin. Kenne ich gar nicht. Ich bin auf TikTok gar nicht aktiv. Gucken, wie sie reagiert. Ich bin deine Schwester, Moritz. Ja gut, okay. Tolle Ausreden, wirklich tolle Ausreden, die hier bei Sascha auf dem Kanal waren. Viele von meinen Freunden hatten auch legendäre Ausreden. Manche sagen, tut mir leid, meine Badezimmeruhr hat nicht funktioniert, Grüße an den Luca. Oder ich habe meine Schuhe nicht gefunden. Oder eine Freundin hatte eine komplett weiße Hose an und meinte, sie ist irgendwie durch eine Pfütze gefahren und das Fahrrad ist kaputt gegangen. Die Hose war halt komplett weiß, also solche Ausreden sind halt echt dumm. Nee, also das ist einfach nur belastend. Hat dir das Video bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Dienstag, 15 Uhr, nicht vergessen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.